Wenige Stunden später heißt es für die Musiker der Marktmusikkapelle Grödig relativ unausgeschlafen, aber umso motivierter, auf zum Festakt. Schon um 6 Uhr in der Früh sind die Musiker zum Weckruf durch den Ort marschiert. Auf der Gemeindewiese findet die Heilige Messe anlässlich des 175-jährigen Jubiläums statt. Mein Dank gilt hier und heute den aktiven Musikerinnen und Musikern, unserem Kapellmeister und unserem Vorstand für deren Einsatz um die Marktmusikkapelle Grödig. Nicht zu vergessen sind aber unsere Familien, Partnerinnen und Partner für deren Verständnis. Für die stetige Unterstützung bedanken wir uns bei der Marktgemeinde Grödig, bei unseren Sponsoren, bei den Wirtschaftstreibenden sowie für die gedeihliche Zusammenarbeit bei den Grödiger Vereinen. Liebe Musikerinnen und Musiker, sehr geehrte Kapellmeister, Obmänner, liebe Ehrengäste, liebe Freunde der Marktmusikkapelle Grödig, ich begrüße euch alle hier auf das Allerherzlichste auf der Gemeindewiese zum 175-jährigen Bestandsjubiläum der Marktmusikkapelle Grödig. Die Musiker wenden sich dabei nach oben zum Dank für ihre Geschichte, das Fest und das schöne Wetter. Schwestern und Brüder im Herrn, voll Dankbarkeit und Freude feiern wir diesen Gottesdienst. Wohin soll ich mich wenden?
Das hören wir heute im Evangelium, wo sich ein geplagter Vater, der um sein Kind fürchtet, in seiner Angst an Jesus wendet. Und eine blutflüssige Frau, die sich an Jesus wendet. Und er wendet sich ihnen zu. Und das tun auch wir heute. Wir wenden unsere Herzen Gott zu, damit er uns zu Hilfe kommt. Denn die Gerechtigkeit ist unsterblich. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Noch wichtiger ist der Blick in die Zukunft. Und dieser ist für die Marktmusikkapelle Grödig sicher eine sehr, sehr positive. Der beste Beweis dafür ist sicherlich die große Anzahl der Musikkapellen, der Vereine, der Ehrengäste, die euch, liebe Grödiger, zum Geburtstag die Ehre erweisen. Braucht es da noch einen Beweis? Die Blasmusik in Salzburg ist lebendig wie selten zuvor. Gratuliere zu eurer unglaublichen tollen Festschrift. Besonders gut gefallen hat mir die Geschichte aus dem Tagebuch eines Musikinstruments. Könnte nicht treffender sein. ...175 Jahre Musikkapelle. Das erfordert vor allem großes Engagement von Musikern und davon zeugt auch die jüngere Geschichte der Musikkapelle. Seit 50 Jahren rückt Gerhard Bertiller bei fast jedem Einsatz der Marktmusikkapelle Grödig aus. Dafür wird er mit dem Ehrenabzeichen in Gold geehrt. Trotzdem ist es gut, dass mit einer Messe begonnen wird, weil ich schon gemerkt habe, die letzten 3 Jahre haben wir uns vor allem über fremde Religionen unterhalten, über die Gefahr anderer, ohne uns bewusst zu sein, dass wir auch eine eigene Religion hätten. Und es reicht nicht, in einer Gesellschaft, die Zukunft haben will, über das zu unterhalten, was wir nicht sind, sondern über das, was wir tatsächlich sind. Wir sind Teil des Abendlandes mit christlichen Grundzügen und das soll auch so bleiben. Und ihr seid Ausdruck von dem. Viele fleißige Menschen, nicht nur in den Vereinen, sondern vor allem jeder Privat, ob er Heiselmauer oder Bauer und Selbstständiger, dieses Land schaut ein bisschen anders aus wie andere Länder. Deswegen, weil der Fleiß dominiert, weil da ganz viele Leute sind, die sich sehr bemühen. Aber was wäre, wenn es die Freiwilligkeit nicht gäbe, wenn es das Ehrenamt nicht gäbe? Dann wäre diese Kulisse in diesem Land eine Kulisse, die da steht, aber sie wäre nicht bespielt.
sie würde nicht leben. Es wäre keine Gemeinsamkeit da. Und da muss man sich tausendmal bedanken bei all denen, die in den unterschiedlichsten Vereinen bei der Feuerwehr dabei sind. Keine Selbstverständlichkeit, weil wenn ich nämlich denke, dass ein Musiker wahrscheinlich so im Jahr 100 Termine hat von 365 Tagen, dann ist er eine Woche zweimal unterwegs, einmal Ausübung und Musikprobe. Das muss man zuerst einmal tun. Und ich sage euch, in der Politik, erst seit 5 Jahren, ich habe viele Menschen kennengelernt, die dann sagen, und das ist, muss tun und das muss tun und das hat die Politik zu tun. Und sie wissen alles besser. Und sie wissen es so konkret im theoretischen Gespräch. Und wenn man dann etwas konkreter wird, wissen sie es schon immer so genau. Und wenn man sie dann bräuchte, um etwas umzusetzen, sind sie gar nicht mehr da. Und es ist genau das Gegenteil von euch. Ihr seid da.